Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Monster Hunter Stories 2. Beim letzten Mal haben wir rausgefunden, dass wir coole Typen sind. Gut, das wussten wir. Dass Alvin eine Allergie gegen Feline hat, wussten wir auch. Und dass wir jetzt endlich auf Berg Hardsky dürfen, um rauszufinden, was denn vor all den Jahren passiert ist. Oh, wir haben das ja, das wir brauchen, in die Tatzen gekriegt. Zieh am Hebel, Kumpanin. Sehr gut. Denn ja, jetzt wird Enna wohl jetzt scheinbar endlich erzählen, was denn damals los war. Worauf ich mich schon freue, denn ich würde auch gern wissen, was damals los war. So. Letztes Mal hatten wir auch unseren ersten Rider-Kampf. Und war tatsächlich relativ knapp. Aber wir haben Alvin besiegt. Ich frage mich, ob es einen Flavor-Dialog gehabt hätte, wenn wir verloren hätten. Wahrscheinlich schon. So, da müssen wir springen und da können wir laufen. Gut, das Springen gibt uns eine Bonuskiste. Weshalb wir da. Ja, wir haben jemanden, der das machen kann. So, halt dich gut fest, Anna. Ah, es ist sogar der Zugbrückenhebel, den wir benötigen. Hallo, Tezukabra. So, gehen da noch gucken. Map aufmachen, falls da noch irgendwas ist. Scheint aber jetzt nicht unbedingt super großartig der Fall zu sein, oder? Oder doch? Naja, auf jeden Fall. Ich frage mich, ob das was damit zu tun hatte mit Naviros Dingsbums, also mit der Geschichte von Stories 1. Weil es ja damals diese. Ach Gott, wie hieß das wieder? Das wurde auch von Kane angesprochen, nachdem wir den Andermomf bekämpft hatten. Ah, The Black. War nicht Plague. Halt, das auf jeden Fall. Oder ob das ein anderes Phänomen ist. Ist auch ein Story-Item. Tatsächlich. Gut, wir haben zwei Zugbrückenhebel. Und wir haben bisher noch keine weitere Zugbrücke gesehen. Das nenne ich sehr effektiv. So, aber neben Gemonen sind sehr, sehr hübsch. So. Wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, dass die Story hier noch nicht so dramatisch ist, wie sie es in Stories war. Die fing ja richtig übel an. So. Eben auch durch dieses Phänomen, dieses Black. Ach, ich habe vergessen, wie es heißt. Auf jeden Fall das da. So, da ist ein Basarius. Der nicht schläft. Also ich meine auch nicht alle Tage. Jo. Nicht. Ah, sogar ein Yangaruga. So richtig, richtig hardcore hier. Aber werden all diesen Monstern aus dem Weg gehen. Denn wir sind krass genug, stark genug. Noch ein Dorambore. So, wo hat denn da bitte der jetzt der lange Kuga? Oh, da erst ist der Speicherpunkt. Draußen regnet es wieder. Ist wieder richtig stürmisches Wetter hier. Und zwar gab es vor 3 Stunden oder so einen relativ starken Regenguss inklusive Donner, der zwar ungefähr ja, 3 Kilometer weit weg eingeschlagen, also der Blitz. Ach nein, das ist ein Bau. Aber es hat die Fenster zum Zittern gebracht, von dem her. Oh, da wollen wir rein. Ja, ich weiß doch, wie das geht. Dankeschön. Ja, das sieht aus wie ein Berlin-Bau. Ich schätze, wo wir gerade hier sind, können wir auch eine kurze Pause einlegen. Ja. Wenn es unsere Kiste ist. Danke für das Lebenspulver.
Will ich speichern. Reise in jeden Winkel der Welt. Na. Es gibt ja aber die Autosaves von dem her. Na, eine? Bereit, gehen wir. Okay? Gut. Erholt sind wir sowieso, weil ich glaube nicht, dass wir haben gegen niemanden gekämpft. Jo. Ach, Anna ist so süß. Okay. Wo ist es? Es wird waldiger. Also ich habe vieles erwartet, aber nicht ein riesiges Loch. Was ist denn hier passiert? Cutscene Time. Here we are, where it happened. Whoa! Huh? Huh? What is this? Don't get too close. Long ago, this pit appeared, swallowing up the land. It made a strange light, blanketing the area in its hue. And that's when Red saved our village. A strange light? You mean like the one we saw on Hakolo Island? Yes, the very same. Except the events here weren't quite as recent. It all happened 50 years ago. What could this be? I've never seen anything like this. Hmm? What are you doing? It's not safe! I'll be fine. Okay, pal, let's do this. Red and Guardian Ratha were able to subdue the monster. I hate to think what might have happened without their help. Ah, so that's how it was. First the light, then monsters turning into maniacs. It's just like Hakolo Island! Yes. At the time, we thought these strange things were only happening here. But we were wrong. It was Red who showed us that. A couple of decades passed, and then he came to see us again. He'd found pits and strange light in other places, all around. All those years, he'd never stopped searching for answers. Some pie-inspiring stuff! Before anyone else, Red figured it out. He knew the world was in grave danger. What was that? Anna, get back!
just like that time. Here it comes. It's up to us to stop it. Ready? Right on! Also die Cutscene hat uns ein paar sehr interessante Informationen geliefert. Und die Untertitel? Gut, eine Ratian. Gut, für ein Tierkriegs wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu früh gewesen. Genau wie 50 Jahren. Aber ich bin nicht derselbe wie damals. Dieses Mal schütze ich Rute und Anna. Ja gut, letztes Mal hast du versucht, Zella zu helfen. Zella dachte sich so, ich stehe einfach uselessly hier rum und bin like fascinating. So, okay. Eine sehr wütende Ratian. Ja, vergiss uns nicht, wir haben den anderen auch damals auf der Insel Hakobla erledigt, weißt du? Oh, unser Steinchen wird upgegradet. Sie ist sehr grün, die Ratian. Sehr, sehr, sehr grün. Und ihr Bart sollte nicht zwei Stacheln sein, nicht eins. Naja. Sie ist ganz schön feurig. So, ich nehme mal stark an, dass wieder das Ratian wieder ein Technikmonster sein wird. Technik oder Kraft? Geschwindigkeit? Nee. Ja, eigentlich sollte Ratian zwei Bartspitzen haben und nicht eine. Oh gut, das kann... Das ist doch okay. Aber in der Cutscene, da hat... So, Ratian ist schwach gegen Donner und Dache. Von dem wir nichts haben. Aber ich werde dann trotzdem Kuchen hier holen. Und weil ich mir eben denke, dass es ein Technikmonster sein wird. Nein, Geschwindigkeit. Okay. Faszinierend. Gut, so oft wie Ratian versucht, einen über den Haufen zu rennen. Verständlich. Gut, da muss ich aber Kuchen austauschen. Technikmonster. Gut, Gummy hat hier eine Verteidigung gegen Feuer. Benutzt aber selber Feuer. Chupa Chups ist neutral, benutzt aber Ratian vergiften, ist halt so eine Sache. Ja, wir wollen lieber Gummy rein. Jetzt haben die Untertitel Rata als meine Freundin bezeichnet. Und eigentlich sind Ratalosse das männliche Pendant zu Ratian. Das ist eigentlich die gleiche Spezies. Wahrscheinlich wegen, ja, Sexualdimorphismus. Technik drauf auf die liebe Dame da hinten. Ich meine, ich finde es faszinierend. Ich würde so gerne so ein Documentary-Style. Irgendwie Anime oder sowas. Eieiei, was hat mich vergiftet? Über Monster Hunter. Irgendwas wäre so cool. Ratian haben auch Gift in ihren Schwänzen. Du weißt, dass du es... Ja, natürlich. Gummy, warum machst du jetzt einen Geschwindigkeitsangriff? Was soll das? Ein Schnabelbohrer. Knaller. Feuer, schade nicht. Schnabelbohrer. Wenn sie Geschwindigkeitsangriffe benutzt, dann sollten wir Technikangriffe benutzen. Es wäre natürlich auch faszinierend zu sehen, ob es quasi auch dazu kommen kann, wie zum Beispiel bei uns in der Regierung, dass es Löwinnen gibt, die wegen Hormonen und sonst was zum Beispiel männliche quote-unquote eine männliche quasi, einen männlichen Phänotyp hinlegen können. Toxischer Salto. Sieht man ja bei Löwinnen. Das ist jetzt das erste, was mir so einfällt. Aber es gibt so das Männlein-Weiblein-System ist. Also kann zwei Angriffe machen. Eieiei. Böse Dame. Also sie ist ein böse, aber. Okay, jetzt ist sie wütend.
Oh Junge, jetzt ist sie wütend. Was kommt als nächstes von ihr? Dem ist sie jetzt unbedingt. Aber wenn sie zwei Angriffe macht, finde ich das sehr, sehr böse enden. Jetzt benutze ich jetzt mal unser Lebens 50. Das reicht eigentlich für uns alle. Okay, jetzt macht sie Kraftangriff. Okay. Ich bin sicher, dass es auch in der Welt von Monstern dazu führen kann, dass es quasi männliche Ratien oder weibliche Ratien losgeben könnte. Wobei ich frage mich, ob das wieder sowas ist, was Temperatur bestimmt ist oder sonst was. Bei Krokodilen und Schildkröten bestimmt ja die Temperatur, ob das Geschlüpfte ein Männlein oder ein Weiblein sein wird. Monsties. Ja. Es wird irgendwas auf mich machen, was mir wahrscheinlich nicht gefallen wird. Hm. Ich frage mich, ob es smart wäre, das zu blocken. Hm. Ich auch anfeuern, wahrscheinlich im Smord. Ja, gut. Hm. Ob es dann dazu führt, ob es jetzt eine Ratian oder ein Rathalos wird. Faszinierend. Aber ich meine, sowas ähnliches mit diesen Sexualdemorphismen sieht man auch bei Teostra und Tonastra. Sind ja auch beides quasi die gleiche Spezies. Dass von den beiden die Lunastra die gefährlichere ist. Haben wir den Chance jetzt auch oder nicht? Ich war nicht aufmerksam. Nee, gut. Oh, umgeworfen. Sehr gut. Da haben wir noch direkt einen Kraftschuss. Neues. Überspannung. Ranma, jetzt liegt sie auf dem Boden. Jetzt mach du bitte einen. Ja, das wollen wir eigentlich. Todesschlag, komm. Ich kann jetzt auch keine Fähigkeit benutzen, oder? Dann mache ich aber auch nochmal einen Geschwindigkeitsangriff. 98. 232. Hm, das kann aber nicht grippen. So, die Ratte hat sich aufgerüttelt. Meine. Ja, man kann das nicht so sagen. Ratja und Rathalos ist ein bisschen überwertet, aber ich finde die halt super. Immer halt richtig cool. So. Oh Mann. Vor allem halt, Ratja und Rathalos haben verdammt viele Subspezies, weil sie. Können wir sagen, dass Capcom alle seine Flagship-Monster gleich lieb hat, aber. Nee. Ist ja absolut nicht der Fall. Rathalos ist da wirklich so ein bisschen der Liebling von Capcom. Ratian. Nicht, also nicht natürlich, Ratian ist ja kein Flagship-Monster, aber dadurch bekommt auch Ratian sehr viel Aufmerksamkeit. Die Königin des Landes. Schulk, warum machst du denn jetzt bitte Eisexplosionen? Nicht so gut. Hm. Ich meine, man hat jetzt, also mit Monster Hunter Tree kam ja die pinke Ratian und der Azune Rathalos dazu. Dann haben wir. Wie viel Verteidigung hat Ranma? 75, nicht so viel, ha. Huh?
104, 95. Mit Kombi sind wir fast auf Right On. Ist dann Feuer Right On, aber hey. So. Jetzt halt mit dem Megatrank. Ich werde weiter angreifen. Ja, toxisches Alter, Kombi. So. Und dann hat es noch die Klassiker, so den silbernen Rattalos, die goldene Ratian. Und dann gibt es noch die nicht als unbedingt Subspezies zählen. Aber dann sind noch hier Dread King Rathalos und Dread Queen Ratian, die in Generations hier dazugekommen sind. Jetzt macht die Dame Kraftangriffe. So, Renoir. Eigentlich. Ja, Erwin lädt auf. Ja, den können wir auch blocken. Mit extra Schaden drücken. Und es reicht nicht ganz für den Buch. So, ich. Okay, sie ist fast down. Wir werden jetzt aber trotzdem für uns Lebenspulver benutzen. Ja, wir benutzen das Lebenspulver. So. Lebenspulver, was ein Lebensretter. Dass das die Teile bricht? Nein. Okay. Uff. Ist dann mal One-Shot. Autsch. Ja, es ist halt mit der Zeit fallen dann unsere Monsties ab. Ist ja ein bisschen so wie ein Pokémon. Aber die liebe Dame ist fast K.O. Das heißt, wir könnten das nochmal abblocken, also das hier nochmal gewinnen. Und dann sind wir krass genug, um unser Ride On zu machen. So, genau, für den Flammenspringer. Ich frage mich, ob die Fähigkeit von der Ratian wieder genauso toll ist. Oh, fantastisch, wir haben gewonnen. Gute Arbeit, Alvin. Hallo? Ranma war doch hier wieder mal der Star. Ach, dankeschön. Ich habe endlich das Gefühl, dass ich Red ein wenig einhole. Ja, du hast ja auch mehr Zeit dafür. So, super, super, super. Ein S haben wir auch noch bekommen. Ratian-Panzer. Ein Panzer, der aus mehreren geschichteten Ratian-Schuppen besteht und daher viel härter ist als eine einzige Schuppe. Ratian-Stachel. Die sind eine Pain in the Ass zum Kriegen. Ein messerscharfer Stachel, der auf Ratians Rücken und Flügeln wächst. Pass auf, er enthält tödliches Gift. Ein Panzer, Stachel, ein Flammenbeutel. Inneres Organ eines gewissen Monsters mit brennbarem Pulver gefüllt. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Trust you're unharmed, Enna. I'm fine. And so is the egg. What could have caused that Rathian to lose control like that? The light. Like when you defeated the Anjanath! I think it's ready to come out. Really? You think it'll hatch soon? Yes. We'd better get back.
Ich glaube, die Katzen sind vorbei. Das Spiel lädt gerade, aber sehr lange. Du hast eine Medaille erhalten, Freund von Alvin. Aus dem Rathaus wird bald was schlüpfen. Gehen wir zum Haus des Ältesten und zwar schnell. Uhu. Leute, in der nächsten Episode schlüpft Rata. Wie ich nehme mal stark an, dass unser Rathaus mal wieder Rata heißen wird. Ich will aber noch schnell die Map erkunden. Okay, das war... Das war... sehr, sehr... spannend. Oh, cool. Cool, 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 cool. Ach. Auch unser lieber Freund Ranma. Ach. Oh Mann. Ich mag ihn. Ich find's so schade, dass wir irgendwann mal halt ihn quasi tauschen müssen, dann gegen einen etwas... stärkeres Geschwindigkeitsmonster, einfach wegen der KP und der Verteidigung, aber Ranma ist einfach nur... Ach, super, so, also, Leute, wir werden uns... Genau, da können wir uns hinstellen, reingehen, werden beim nächsten Mal, ja, per Schnellreise zurück nach Dingsbums gehen. Jo, ja, das Villenbau. Und dann schlüpft endlich unsere neue Subspezies von Rathalos schon wieder eine. Naja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.